Hier ist jemand ganz platt. Ich hoffe, ich habe sie drauf. Tja, was kann ich sagen? Tag Nummer 3. Heute im Geschirr war es eine Katastrophe. Es war eine Art Apokalypse, aber wir haben es, nee, mit Humor haben wir es auch nicht genommen, aber wir haben es relativieren können anhand dessen, dass es erst der dritte Tag war. Und dass es wohl bei fast allen Führhunden in den ersten Tagen so einen richtig miesen Tag gibt. Wenn ihr einen Führhund habt, erzählt doch bitte mal, wie eure erste Phase so lief. Erzählt einfach mal alles. Ich bin so, so neugierig, wie das bei euch alles abgelaufen ist, wie aufgeregt ihr wart, ob ihr gut schlafen konntet vor dem ersten Tag. Wie die ersten Male im Geschirr für euch waren. Also für mich ist das einfach gerade alles noch ein Erlebnis, für die Mo auch. Die ist wirklich jetzt richtig alle. Die ist jetzt gerade noch mal 2 Stunden bei mir und wir gehen dann gleich noch mal Gassi. Aber dann geht sie auch heute wieder mit zur Trainerin. Ich bin dementsprechend auch platt. Ich glaube tatsächlich auch durch das viel Rumlaufen, was ich sonst so im normalen Schritttempo gar nicht gewohnt bin. Ja, und diese ganzen Kommandos, der Gehorsam. Wobei der klappt wirklich sehr gut. Es ist auch schon der Satz gefallen, so schnell wie bei Mo und mir ist das mit dem Gehorsam noch nie gewesen, bei der Trainerin eben. Ich weiß nicht, inwiefern das so ist. Nur das Führen war heute eben ein Desaster. Es muss sich ja noch bessern. Schließlich ist das Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ja, also wir hätten die Prüfung heute auf gar keinen Fall bestanden. Aber gut, Tag Nummer 3 haken wir es unter anfängliche Schwierigkeiten ab. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Tag Nummer 4. Wir waren heute übrigens an der Uni. Das war ganz spannend auch für mich. Ich habe ganz neue Ecken entdeckt, die ich vorher gar nicht kannte. Und die Reaktionen der Mitmenschen sind jetzt schon spannend zu beobachten. Und Mo scheint doch ein wirklich sehr, sehr hübscher Hund zu sein. Das haben wir heute schon öfter gehört. Ich laufe bald hoffentlich also mit einer hübschen Lady im Geschirr an der Seite rum. Ich sage also mal wieder bis morgen. Ach, und bevor ich es vergesse, auf jeden Fall ist erwähnenswert, dass heute die Sonne scheint. Wir sind einmal kurz nass geworden, aber es war der erste trockene Tag und das ist natürlich auch noch wichtig, um es festzuhalten. Machen wir hier auf Start. Sie ist völlig irritiert. Ja, du Süße. So knuffig. Tag 4 und ihr seid live beim Mittagspäuschen dabei. Unfassbar, wie viel man durch die Gegend läuft. Also für die Trainerin ist das völlig normal. Dem Hund macht das auch nicht wirklich was aus. Aber ich bin irgendwie richtig geplättet. Normal läuft man am Tag ja so, ich glaube, man soll so mindestens 10.000 Schritte laufen. Und wir sind gestern mal so circa 30.000 gelaufen. Meine Trainerin noch viel mehr und der Hund, weil die zusammen noch mal ein bisschen weiter trainiert haben. Also wir sind schon ordentlich in Bewegung und das erschöpft natürlich auch und die frische Luft. Deswegen auch die Päuschen immer zwischendurch auch, damit der Hund sich ordentlich ausruhen kann. Primär natürlich dafür. Aber uns schadet das auch nicht. Ich habe mir jetzt erstmal einen Tee geholt, weil irgendwie ohne so ein warmes Getränk ging es gar nicht. Das Wetter spielt uns gar nicht positiv in die Karten. Irgendwie fühlen wir uns so ein bisschen verflucht. Es ist wirklich Ende Juli, das können wir eigentlich gar nicht richtig glauben. Es ist ja fast schon Oktoberwetter und heute ist es auch noch so drückend schwül. Es ist aber auch nicht richtig warm. Was sagt ihr zu diesem Sommer? Gefällt uns nicht so, ne? Es waren ja ein paar sehr schöne Tage dabei, das möchte ich auch gar nicht kleinreden. Aber in Summe kann man von Sommer doch nicht sprechen. Das positive Denken von gestern hat sich aber auf jeden Fall schon mal gelohnt. Wir hatten heute eine wahnsinnstolle Erfahrung im Geschirr. Mo hat mich ganz, ganz toll einen Weg lang geführt, den wir schon vorher einmal geübt haben, der so ein bisschen katastrophal war, aber nicht ganz so desaströs, wie das gestern zur Uni war. Heute sind wir also einen anderen Weg gegangen und sie hat mich wirklich ganz, ganz, ganz toll geführt. Jede einzelne Kante super angezeigt. Den Weg konnte sie fast schon von alleine laufen. Die Ampeln hat sie 1A gefunden. Das war irgendwie ganz, ganz toll und ja, so ermutigend und ein wunderschönes Gefühl. Ich weiß, ihr wünscht euch auch Aufnahmen vom Training, aber das geht leider echt nicht. Da sind wir so auf uns konzentriert und bisher weiß meine Trainerin auch gar nicht, dass ich Videos mache. Da werdet ihr höchstwahrscheinlich drauf verzichten müssen. Es tut mir auch super leid. Es ist einfach nicht machbar. Es wird auf jeden Fall auch Ausschnitte geben, aber jetzt nicht von den ersten Tagen. Das ist einfach nicht möglich. Da bitte ich auch um euer Verständnis. Weiß aber auch, dass ihr dafür Verständnis habt.
Irgendwie ist es besonders früh heute. Ich habe das Gefühl, ich bin den halben Jakobsweg in nur einer Woche gelaufen. Leute, 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 das war ganz schön viel, was wir an Kilometern hinter uns gebracht haben. Und da ist auch schon das Ende der ersten Einarbeitungswoche. Die beiden haben soeben meine Türe verlassen und, sind zur Türe raus und haben meine Wohnung verlassen, so rum. Dann, wir haben heute nochmal ordentlich trainiert. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Erfahrung im Geschirr zusammen. Also zur Uni, das läuft auf jeden Fall. Und ganz lustig war, sie wollte gar nicht mehr richtig von der Uni weg, also vom Campus. Als wir am Haupteingang vorbeigelaufen sind, guckte sie immer so zum Eingang hin. Und ich dachte mir, ja, ein motivierter Hund auf jeden Fall. Ich glaube, da muss ich auf jeden Fall einige Male an der Uni erscheinen. Wir haben eben nochmal ordentlich hin und her überlegt, ob sich doch schon anbietet, dass Mo dieses Wochenende bei mir bleibt. Haben dann aber gemeinsam auch nochmal in Absprache mit dem Fürhund-Schulleiter besprochen, dass wir es lassen und besser darauf warten, dass sie einmal erstmal über die Nacht nur hier bleibt, weil sie jetzt sonst immer mit der Trainerin nochmal mit ist, weil wir das als zu früh empfunden haben, dass sie hier bleibt. Das macht man ganz individuell, also nimmt das bloß nicht als Maß, nimmt alles hier bitte nicht als Maß. Ich erzähle euch einfach von meiner persönlichen Erfahrung. Es ist so eine große Sache, die hier gerade passiert und ich würde die einfach gerne auf diese Art und Weise mit euch teilen und werde das auch tun, denn ich denke mir, auch ihr oder zumindest einige von euch können aus meinen Erfahrungen ein Stück weit profitieren. Das ist der Grund, warum ich das hier überhaupt hochlade. Und ja, zurück zum Thema. Offensichtlich haben wir uns aber dagegen entschieden, dass sie hier bleibt. Und jetzt sind die beiden nochmal ab zur Fürhundschule. Die ist ungefähr 1 bis 1,5 Stunden von hier entfernt. Die boxen sich gerade schön durch den Feierabendverkehr. Und ich vermisse die beiden jetzt schon ganz doll. Wie soll ich das Wochenende überstehen? Ja, am besten mit Aussicht auf den Montag. Wir hoffen sehr, dass wir Montag nicht nochmal von Null anfangen müssen. An dieser Stelle erstmal tschüss. Vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, um unter anderem diese Videos nicht zu verpassen. Schaut mir auf Facebook vorbei. Lasst einen Daumen hoch da freue ich mich auch immer sehr. Und auch gerne einen von euren immer sehr lieben Kommentaren. Ich freue mich drauf und drüber und sowieso habt ein schönes Wochenende, noch einen schönen Abend, morgen, Mittag, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und ich sage bis denne. Tschüss!